jetzt die Enstaler-Polka. Mit dem Stickerl haben wir letztes Jahr mit 317 Harmonikaspielern einen Weltrekord aufgestellt. Ich begrüße euch heute in meinem Homeoffice, wie ihr es seht. Ich stelle euch ein Instrument vor, das was verschiedene Namen hat. Diatonische Harmonika, steirische, Quetschen, Faltenradio, Zirch. Wir im Bongau sagen Zugang dazu. Die Zugang gibt es in zwei verschiedene Formen, so wie es ich hier zeige, als dreireihiges Instrument oder als vierreihiges Instrument. Am Anfang ist aber eine Dreireihige besser, weil man dann das Instrument ist nicht so schwer und man tut es ein bisschen leichter beim Spielen. Wenn man dann länger spielt, kann man auch auf eine Vierreihige wechseln, man kann aber auch bei der Dreireihigen bleiben. Einsetzen kann man die Zugang vor allem in der Volksmusik. Als Solist, dass ich irgendwo in einer Gruppe mitspielen kann, dass ich irgendeinen Gesang begleiten kann, dass ich für einen Trachtenverein spielen kann. Das sind die Einsatzmöglichkeiten von der Zugang. Gespielt wird jetzt mit der Zugang vorwiegend Volksmusik, ein bisschen was ist in Unterhaltungsmusik drinnen, Kirchenmusik und Marschmusik. Ich bin der Anton Moslechner, ich bin der Lehrer für Zugang am Musikum in Rotstadt und in Altenmarkt. Es darf mich sehr gefreuen, wo wir euch begrüßen dürfen im Musikum in Rotstadt oder in Altenmarkt. Meldet euch an unter www.musikum.at. Da findet ihr einen Aufnahmeantrag und es freut mich, wenn wir uns sehen.